So, moin und willkommen zu einer weiteren Folge No One Survived. Wir haben ja gestern hier aufgehört. Oh, ey. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass mit jedem Update, was rauskommt, bei mir ein bisschen mehr hakt. Heute war übrigens schon wieder ein Update. Ja, wir waren am Weg zurück zur Base. Wir brauchten, ich habe so ein Kurzzeitgedächtnis, was brauchten wir denn? Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall die körperliche Gedönse hinkriegen. Wir müssen auf jeden Fall was trinken. Könnten wir jetzt übrigens mal machen. Dann vielleicht doch direkt mal. Ja, würde ich sagen. Wir gehen uns mal waschen. Ernsthaft. So, die Flasche Wasser hier rüberziehen. Schmutziges Wasser. Hinten auf jeden Fall gleich mal das Wasser auf jeden Fall direkt abkochen. Und dann gehen wir nach dem Schlafen, würde ich mal sagen, auf jeden Fall dann ins Dorf. Weil wir brauchen ja diese, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen, diese Teile, kleine Teile, nee, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich wollte gerade sagen, irgendwo hier sollte doch jetzt unser Lager kommen. Oder das, was wir zum Lager machen wollen. Sechs, sieben, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20, machen wir mal so. Glaube, das brauchten wir nämlich für das nächste Teil hier, oder? Ja, nicht ganz, aber okay. Wow, ey. So, die haben wir jetzt auch schon alle, die Planken. Das mal eben alles hier rüber. Ja, ich weiß, gehört hier eigentlich nicht rein, aber ich möchte es jetzt einfach mal hier rüber schmeißen. Ja, ich kann kein, leider kein Asiatisch, sonst würde ich vielleicht auch wissen, wie dieses Teil heißt. Obwohl, wir hätten es eigentlich, obwohl, nee, da sind wir auch schon voll, wir hätten es nicht da reinschmeißen können. So, ich würde sagen, wir schlafen jetzt mal 2, 3 Stunden oder so, weil dann ist meistens wieder aufgefüllt. Dann würde ich sogar sagen, ich breche ab, wenn wir ausgeruht sind. Dann machen wir das Essen und. Oh, warte, ich hatte doch hier, glaube ich, ne? Ja, ist immer noch Nacht, aber egal. So, wir nehmen das jetzt hier mit für Essen kochen, ist mir egal. Dann nehmen wir Kohlenhydrate. Kohlenhydrate. So, wir konsumieren jetzt erstmal das Hundefutter, weil das kann man nicht warm machen. Oder konnte ich zumindest beim letzten Mal nicht. So, und dann hauen wir das Zeug jetzt auch nochmal direkt rein und das Wasser müssten wir mal machen. Machen wir mal zuerst das Wasser hier. Eins, zwei. Nee, ich habe jetzt Angst, dass wenn ich das Wasser da auch, das Essen da auch reinschmeiße, dass das dann urplötzlich gleich wieder kaputt ist oder so. Also das hatte ich ja beim letzten Mal. Machen wir das jetzt voll, das hauen wir da rein, das schmeißen wir da rüber.
So, genau. Dann holen wir uns das hier rüber, konsumieren das mal eben und dann machen wir uns eigentlich auch direkt wieder auf den Weg. Dann gucken wir jetzt mal hier drüben, ob wir das Zeug jetzt irgendwie hinkriegen. Hier irgendwie diese Pläne kriegen. Wir haben es 5 Uhr morgens, okay. So. Bin jetzt wieder durch den Bus drüber und ich weiß gar nicht, ob man da durchfallen kann und runterfallen kann. Hier bestimmt. So. Das Auto schon durchsucht, ich glaube ja, ne? Ich würde sagen, wir. Warum muss denn hier direkt so ein blöder Zombie sein? Wollte eigentlich, da ist auch direkt einer, super. Ich wollte eigentlich gerade sagen, wir fangen dann hier links am Haus an, in der Hoffnung, dass da keine Zombies sind, aber dies war ja schon wieder leider. Er hat mich anscheinend noch nicht gesehen, so wie das aussieht. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn wir hier weiter leise looten. Eine Baumwollhose schon wieder. Ich würde einfach mal behaupten, wir gehen jetzt mal langsam in Hocke. Vielleicht sehen die uns dann nicht. Ich weiß es nicht. Fangen wir einfach mal hier drüben. Ich habe jetzt keine Spitzhacke bei, ne? Kacke, das wäre Lehm. Den bräuchten wir nämlich, glaube ich, nachher auch nochmal. Aber na gut, dann wissen wir, wo wir nachher hin müssen, wo wir Lehm kriegen. Oh, ich möchte jetzt einfach mal kurz hier. Noch eine Lampe brauche ich, glaube ich, nicht. Problem ist, also diese blöden Zombies hörst du ewig meist gut, aber sehen tust du sie kaum oder selten. Ja, das ist auch nochmal ein Erz. Oh Gott. Ja, beim letzten Mal hätten wir, glaube ich, genug gehabt von den Anleitungen da. Ne, das sind ja keine Anleitungen. Das ist so. Ich weiß noch nicht mehr, wie es heißt. Mann. Wir nehmen es jetzt erstmal mit. Ich weiß noch nicht, ob ich es brauche. So, Anleitung zum Bau eines Gewächshauses. Okay. Also ich weiß auch immer noch nicht. Ne, das brauchen wir mal nicht. Das brauchen wir auch nicht. Wir haben kein Auto im Moment. Ich weiß immer noch nicht, wofür diese Anleitungen sind. Weil mit rechts kann man sie nicht legen. Ich weiß auch nicht. Also wenn jemand von euch Ahnung hat, wie die Dinger funktionieren oder wie man die am besten nutzt, gerne auch in die Kommentare. Weil ich habe da bis heute echt keine Ahnung von, wie die Dinger funktionieren sollen. Warte, das war der falsche. Das ist sehr schön. Da ist der andere. Gut. So, das packen wir mal auf die Seite. So, jetzt kann es weitergehen. Ich lege mich dann jetzt halt mal mit der Dame hier an.
Ja, wunderbar. Die hat zumindest mal ein. Ah, da sind noch mehr Viecher. Ein Stofffetzen gehabt. So, toll. Ein Topf, Salpeter, das und das ich. Baumwolle. Ich nehme sie mal mit. Ich schmeiße notfalls gleich wieder raus. Ich weiß nämlich nicht, ob wir sie gerade brauchen. Im Moment eigentlich nicht, aber im Moment haben wir ja nichts anderes zum Looten da. Können wir, glaube ich, das Teil hier mal so ruhig mitnehmen. Hier haben wir wenigstens jede Menge Lebensmittel. Wunderbar. Dann gehe ich jetzt mal die Dame hier besuchen. Ursa. Ja. Die hatte nichts, das können wir nicht looten. Da haben wir noch mal. Was war das eigentlich? Ach, Ziegel. Genau, da haben wir Ziegel. Da haben wir Stöcke. Nee, Stöcke brauche ich definitiv nicht. Also die können wir uns wohl selber suchen. Da ist noch ein Zombie. Hier ist leider nichts. Da ist auch nichts drin. Obwohl ich mal glaube, kriegen wir die eigentlich gelootet? Nee. Der Zombie hüpft mal darum. Ach scheiße, da ist auch einer. Oh. Dann sollten wir vielleicht mal ein bisschen. Was ist das denn hier? Munition. Ja, die Verbände lasse ich gerade echt. Oh, boah. Nee, das war es aber auch nicht. Shit. So, die Verbände lasse ich jetzt absichtlich mal hier, weil ich weiß nicht mehr, wohin damit. Das ist mein Problem. Irgendwie, ja, das hier ist irgendwie ein Lagerplatz von irgendeiner Gemeinschaft. Anscheinend kriegt man hier auch nichts. Aber das Problem ist, da komme ich nicht rein, da komme ich nicht rein. Ich muss wahrscheinlich da rum, aber vermutlich hören und sehen mich gleich die Zombies. Obwohl es ist neblig, vielleicht auch nicht. Oh. Ich komme da aber trotzdem irgendwie nicht rein, wenn ich. Ja, scheiße. Die hat mich. Ja, genau. Mann. Es war jetzt aber nicht so geplant. Gut. Wir haben es aber überlebt. Hier ist ein Eingang. Ich wollte gerade sagen, es gibt hier gar keinen Eingang, aber doch, gibt. So, dann gucken wir mal, was wir hier so drin finden. Ach, toll, ganz viel. Ganz viele Werkzeugkisten, die brauchen wir natürlich so nach und nach bestimmt auch, aber ich weiß nicht, vielleicht müssen wir gleich. Oh, toll. Wir müssen sie jetzt erstmal hier lassen. Es bringt mir nichts, die einfach alle mitzunehmen. Super. Ich nehme auf jeden Fall die Erze mal mit, weil die brauchen wir nachher auf jeden Fall. Die müssen wir ganz, ganz viel sammeln. Das weiß ich jetzt schon. Die Kohle nehmen wir mit, um gleich nicht immer die. Oh, da ist auch noch eins. Andere Kohle da zu verballern. Aber irgendwie haben wir hier gerade echt kein Glück. Es ist alles leer, ne? Oder vieles leer. Bücher, toll. Maschinenbauband an ihn zu verwenden. Kann ich das schon? Maschinenbau 1 habe ich schon, okay. Aber ich lasse trotzdem jetzt mal. Warte mal, ich packe das jetzt mal hier raus. Dann packe ich. Es passt nicht, super. Ich wollte gerade sagen, dann packe ich das mal doch, aber das passt nicht. Ingenieurswissenschaften 1 und Metalllegierung 4. Die Baumwolle lasse ich auch mal hier, weil ich brauche im Moment keine Baumwolle, wenn ich ehrlich bin. Ich wüsste gerade nicht wofür. So. Hauen wir das mal alles hier unten rein. Das hauen wir dahin. Dann können wir nämlich das Zeug hier rüberhauen. So. Die Möhre hauen wir da rein, den Stock hauen wir mal, weiß ich nicht, einfach darüber, den brauche ich nämlich eigentlich auch nicht wirklich. Es kann hier hin, das kommt darüber, das kommt dahin.
Jetzt habe ich immer noch zwei von denen. Ja, die kann ich mal hier runterpacken. So, jetzt nehme ich auf jeden Fall erstmal die Werkzeugkisten mit, weil die weiß ich, brauchen wir nachher wahrscheinlich auch noch ein paar. Noch so ein Hammer. Ich weiß nicht, was ich mit diesem Hammer machen kann oder soll oder so, ne? Der wird wahrscheinlich zum Draufhauen sein oder so, aber den kann ich gerade nicht wirklich mitnehmen. Du heiliger Bimbam. 3, 3, 1, 2, 1. Ja, super. Hervorragend, ich sag, wie es ist. Ich glaube, wir lassen das mal hier. Das brauche ich auch noch nicht. Die Bücher sind auf jeden Fall erstmal wertvoller. Ah, super. Ach, Quatsch. Hä? Wieso, was ist der? Ich habe keine Ahnung. Aber das Problem, was wir jetzt auch schon wieder haben, weil die kriegen wir schon nicht mehr mit. Die hat mich gesehen, oder was? Ja, anscheinend noch nicht, oder doch? So. Sehr schön. Gummi. Ah, das sind die Dinge, die ich brauche. Einfache Teile hießen sie übrigens nur. Ich lasse mal den Zement hier. Gummi lasse ich auch erstmal hier, weil, boah, das ist. Gummi, Benzinkanister, ja, super. So, nochmal einfache Teile. Hä? Ach, die gehören beide zusammen, okay. Ja, ist auch manchmal ein bisschen merkwürdig. Mal gehören die Teile zusammen, mal nicht. Eine Werkzeugkiste. Hä? Ach, die gehören auch wieder zusammen. Weil da hinten die drei Kisten, habe ich ja auch gedacht, die gehören aufeinander zusammen. Aber nein, die konnte man alle drei einzeln looten. So, okay, der Nebel hat sich verzogen. Jetzt zieht hier ein Unwetter auf, wo sich das wieder alles anhört wie Schüsse. Also, das erste Mal, wo ich gespielt habe, war ich auch der Meinung, also ich habe, wie gesagt, beim ersten Mal vergessen, dass ich eigentlich im Singleplayer spiele und da habe echt gedacht, da schießt jemand auf mich. Was ja aber nicht sein kann. Aber zum anderen, ich höre gerade, boah, vor allen Dingen Voreinstellung. Obwohl es ist schon, boah, alles so anwenden. Ich finde dieses Gewitter, Unwetter eigentlich ziemlich extrem laut. Ich sag, wie es ist. Wir haben jetzt schon, wie viel haben wir denn von den Dingern? Acht, ja toll. Eigentlich könnten wir jetzt danach mal schon wieder zurücklaufen, weil wir können eh nur neun nehmen. Und jetzt würde ich sagen, nutzen wir erstmal die acht. Dann können wir nämlich auch auf jeden Fall den Wagen schon mal herstellen und dann könnte man notfalls nochmal zurücklooten kommen. Und dann hier auch wirklich mal gut durchlooten. So. Hier kann ich nichts machen. Es ist auch immer so ein bisschen irritierend, ne, dass dieser, dass die Tür so
Aufstehen bleibt, das ist, warte mal, ich nehme mal eine Tomate, die ist nämlich bald fort. Die können wir auch mal konsumieren, dann nehmen wir nämlich mal das Fleisch mit. Ich würde gerne mal das Fleisch irgendwie drüben ausprobieren zu essen. Das können wir mitnehmen, das können wir mitnehmen. Die können wir konsumieren. Und was ist das? Apfel? Den Apfel eigentlich auch. Ja, komm, den nehmen wir auch mal mit. So, dann looten wir das Häuschen jetzt hier noch. Ja, in der Hoffnung, vielleicht noch was zu finden. Eine große Wasserflasche. Dies hat aber nur drei, glaube ich. Ne? Das hat auch nur drei. Den nehmen wir gleich mit, wenn wir wiederkommen. Genauso wie das. Den lassen wir alles mal hier stehen. Da ist aber übrigens auch noch. Was ist das denn? Gefrierschrank? Den lassen wir auch mal hier. Den brauchen wir auch nicht. So. Dann nehmen wir mal raus. Looten. Ach, du heiliger Bimbam. Looten, ich wollte gerade sagen, die Autos hier noch, aber das Auto hier haben wir, glaube ich, schon gelootet. Naja. So. Oh, ich habe, warum auch immer, Malaria. Autobatterie und Dings, ne? Ist Salbe, die nehmen wir mal mit. So, dann. Wir könnten eigentlich auch hier rüber laufen. Das ist, glaube ich, das, wo wir letztens den Zug hatten. Aber wir können uns auch gerade mal kurz erst waschen. Da ist zumindest noch was drin. Das trinken wir jetzt. Dann machen wir die auch schon mal voll. Trinken. So. Die Flasche ziehen wir mal hier rüber zum Lärm machen. Dann nehmen wir die Magentabletten gegen das Malaria. So, und dann ist das auch schon mal weg. Jetzt hakt es hier ganz gewaltig. Was jetzt? Oh, nee. Ja. Irgendwie ein Fatal Error. Ja, de. Also zumindest haben wir jetzt einen Fatalen. Hatte ich auch noch nicht. Ich hoffe. Oh Gott, nee, wahrscheinlich nicht. Ne? Wir haben nicht gespeichert. Super. Dann sollten wir vielleicht jetzt öfters mal speichern. Mann. So, wir gehen auf Einzelspieler. Nein, nicht auf den, sondern auf den YouTube-Account. Auf Bestätigen. Spielladen. So. Dann hoffen wir jetzt mal, dass es weitergeht. Weil irgendwie. Ich habe gerade echt keine Ahnung mehr. Wer weiß, wo wir jetzt rauskommen oder was wir, wo wir. Ach, ernsthaft. Ach du Scheiße. Wir sind ja noch, super. Das läuft, das ist gerade echt mies. So, wir haben jetzt hier das ganze Zeug noch drin, was ich vorhin schon rausgeschmissen habe. Wir haben alles andere nicht mehr gelootet, anscheinend. Das Teil lasse ich auch mal hier drin. Das ist jetzt echt ein bisschen doof. Naja, gut, können wir nichts machen. 0,5, 1
Ja, da muss man bei einem Early Access mit rechnen, leider. Ja, wir konsumieren mal eben die Mohrrübe. So, lassen das hier mal liegen, schmeißen das Teil, die Kartoffel. Gut, wir haben jetzt das hier dann anscheinend alles gelootet. Wir müssten dann jetzt, oh Gott. Hier rein. Und looten nochmal alles neu. Schade. Also zumindest nehmen wir mal zwei Werkzeugkisten mit, würde ich mal so sagen. Also würde ich jetzt mal vorschlagen. Wir könnten noch eine dritte mitnehmen, aber dann ist jetzt wirklich Schluss. So, jetzt nehmen wir die Dinger hier mit. Nein. Die lasse ich, wie gesagt, hier. Die holen wir dann nachher. Falls wir denn jetzt diese Teile, die Dinger da noch finden oder wiederfinden, würde ich nämlich sagen, bauen wir gleich erstmal den Wagen. Und das nur, obwohl ich auf dem Weg zurück war. Ich dachte jetzt echt schon, wir laufen jetzt einfach zurück ins Lager, bauen uns das blöde Ding, also den Wagen und ja, haben dann das Glück, hier nochmal looten gehen zu können. Aber leider ist das wohl nicht so. So. Ne, den Hammer will ich immer noch nicht. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, wir kriegen hier gerade gar nichts mehr raus. Auch nicht. Ups. Ja, wir kriegen zwar hier die Bücher ganz viel, aber nicht das, was ich möchte. Nein, das auch nicht. Meine Güte, ey, wo war denn das eben? Also ich weiß, dass wir eben 8 Stück hatten. Ich hoffe nur, die kommen jetzt auch wieder, weil sonst haben wir echt ein Problem. Weil ich glaube, das waren nämlich genau 8, die wir brauchten. Es sind schon mal 5, den Rest lassen wir hier. Hier sind keine drin. Da sind 3 drin. Es ist offen. So, ich hoffe jetzt auch, dass die 2 Pfeile wiederkommen. Ja, toll. Hier geht nur einer, der wiederkommt. Das ist Schitte. Eben hat man beide wieder. So. Dann mache ich das jetzt vorsichtshalber so, dass wir nach jedem Gebäude oder nach allem, was wir durchsucht haben, erstmal safen. Damit wir zumindest mal nicht immer wieder und immer wieder das Gleiche sehen, machen müssen. So, Spiel speichern. Dann machen wir jetzt den gleichen Move wie eben. Wir gehen. Da sind wir eben hier durch? Ich weiß es nicht. Jedenfalls sind wir eben hier zu dem Haus. Und da sind jetzt aber 2 Zombies. Die hatten wir eben nicht. Wir haben jetzt aber schon wieder Malaria. Okay, vielleicht kriegen wir das Malaria durch die Lebensmittel. Das wäre jetzt das Einzige, was mir noch einfällt. Also durch die Lebensmittel, die ja hier vielleicht ein bisschen verdorben sind oder so. Ich weiß nicht, wofür ich den Stein jetzt mitnehme, aber okay. Die nehmen wir jetzt auch nicht mit. Aber wir gehen auf jeden Fall da noch ins Haus, looten dann den Wagen nochmal und machen uns dann am Rückweg. Ich hoffe jetzt auch einfach mal, dass es wieder so gut klappt wie eben, ohne irgendwelche Viecher, die uns folgen. Einmal. Zweimal, das können wir mitnehmen. Könnten, glaube ich, auch gleich drüben noch schnell eine
zweite Kiste bauen, notfalls. So. Jetzt habe ich das gleiche Problem wie eben, oder was? Ach, das ist doch... Ablegen. Ich möchte gerne das Fleisch mitnehmen. Ja, ich glaube, wir sollten diese Lebensmittel hier nicht futtern oder so. Die sind anscheinend schon abgelaufen und machen deshalb Malaria. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kann man die auch nur noch mitnehmen, um damit irgendwie Essen zu kochen. Das ist die große Wasserflasche. Das ist schön. Die ist halt immer noch da. Das ist immer noch das Teil. Ne. Gut. Ne, ist genau das gleiche Zeug wie eben. Nur, dass es jetzt immer noch neblig ist und nicht wie eben regnet. Mach doch jetzt den blöden Kopf, warum gedönen sie ja mal auf? Mein Gott. Die Salbe hatten wir eben auf jeden Fall noch mit. So. Gut. Wir speichern nochmal, weil hier sind wir ja eben irgendwie, ich wäre jetzt bald gesagt gestorben, aber gestorben sind wir ja nicht. Wir sind ja hier ja, Fatal Error rausgeflogen. Deshalb, keine Ahnung. Ach nee, jetzt steht da ein Zombie. Versuchen wir einfach mal hier durchzugehen. Wir laufen jetzt einfach mal hier weiter. In der Hoffnung, dass uns jetzt keiner von denen gesehen, gehört, gerochen oder was auch immer hat. Weil ich würde jetzt nämlich doch ganz gerne mal darüber kommen und hoffentlich, whoops. So. Da so ein bisschen was doch wieder herstellen können. Also jetzt zumindest wieder einen Karren herstellen. Obwohl, ja, dann müssen wir ja doch. Ne, wir müssen dann nachher. Ich weiß gar nicht, wie wir. Oh, wir sind schon bei 32 Minuten, sehe ich gerade. Ja, gut, das ist jetzt natürlich dadurch, dass wir da vorhin rausgeflogen sind. Mit den Fatalen. Den hatte ich aber zum ersten Mal, muss ich ganz ehrlich sagen. Ansonsten, ja, würde ich sagen, gucken wir jetzt dann in der nächsten Folge, obwohl, wo sind wir denn? Ah, wir sind jetzt gleich am Lager. Ich laufe jetzt noch bis zum Lager und dann machen wir Feierabend. Beim nächsten Mal bauen wir dann die Karre und laufen dann einmal an der Bahn wieder vorbei da rum und gucken dann, dass wir das Dorf looten. Wäre, glaube ich, eine gute Alternative. Und ja. Dann möchte ich eigentlich nur noch sagen, dass ich mich bedanke dafür, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich auf jeden Fall über einen Daumen freuen. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, wäre es schön, wenn ihr mir noch ein Abo da lasst. Mit dem Abo geht ja keine Verpflichtung ein. Es kostet euch nichts, tut nichts weh, aber hilft mir ungemein. Von daher bedanke ich mich dann bis jetzt erstmal fürs Zusehen. Bleibt weiterhin gesund und bis zur nächsten Folge. Ich sage erstmal ciao, der Falli.